Ist halt nur die Frage. Ach, guck mal, ich wollte gerade sagen. Ist die Frage, wie weit wir lange wir warten müssen, ne? Ayano war also eingesperrt die ganze Zeit und ihre Schwester, die Großmutter von ihm, wenn ich das jetzt nicht vertausche, hat sich sehr darüber gefreut. Super Schwester, muss ich sagen. Also wirklich, wow. Sympathisch. Wir warten jetzt einmal. Ich glaube aber, sie kommt nicht hier in diesen Raum. Ich bin mir nicht sicher. Muss ich zugeben. Macht auf jeden Fall Türen wieder auf nebenbei. Wir müssen uns den Raum engen. Halle ist ein Dingens. Hier ist ein Schrank, wo wir hingehen können. Guck mal, sie geht jetzt mittlerweile hier in den Raum rein. Und sie geht. Natürlich geht sie zur Bibliothek jetzt auch. Ja, klar. Plötzlich, Ayano. Ich glaube, wir sind etwas Gutem auf der Spur. Ich glaube, wir sind etwas Gutem auf der Spur. Ich bin nicht hier. Kannst du bitte weitergehen? Dankeschön. Gehen Sie. Gehen Sie. Ciao. Matane. Müssen wir aber kurz leise sein, ne? Okay. Und wir gehen wieder rein. Ich habe gerade dieses gehört. Ich glaube nicht, dass wir hier hinten rein können. Muss ich leider gestehen. Ah, ich hab's doch schon gedacht. Kyubais Tagebuch 1. Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, seit wir Ayanos sichere Rückkehr gefeiert haben. Shinamura, mein Freund und Arzt, hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um mir zu helfen. Nach und nach hat Ayano ihren Verstand verloren und ihre Gestalt deformiert sich immer mehr. Meine Tochter dabei zuzusehen, wie sie nach und nach mutiert, hat mich nahezu selber an den Rand des Wahnsinns getrieben. Wie oft habe ich für ihre Genesung gebetet? Egal, wie oft ich ihren Namen gesagt habe, sie hat mich nur mit diesen blutroten Augen angestarrt. Den Kopf verwirrt zur Seite geneigt. Sie kennt mich nicht mehr. Ayano hat sich in ein Monster verwandelt. Während meiner pausenlosen Suche nach einer Heilung bin ich auf ein altes Dokument gestoßen, welches unsere Urahnen verfasst haben. Sie beinhalten die sogenannten Prinzessinnenbesessenheit. Laut den Aufzeichnungen ist die Prinzessinnenbesessenheit ein Zustand, der Frauen in Monster verwandelt. Wenn ein bestimmter Kokon zur Behandlung der Prinzessinnenbesessenheit genutzt wird, kann die Transformation rückgängig gemacht werden und sie in ihre originale Form als Frau zurückverwandelt werden. Ich bin mir sicher, mit diesem Kokon kann ich Ayano heilen. Ich glaube, das hat nicht so funktioniert. Natürlich. Natürlich. Okay. Sackgasse, Chat. Bibliothek ist es nicht. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Was machen wir? Ich glaube, wir warten auf Ayano. Ich glaube, wir warten auf Ayano, ja. Wir warten auf Ayano, gehen rüber zum Bad, dann zum Schrank, dann zur Küche. Bild. Wird gar nicht so einfach. Muss ich gestehen. Aber kriegen wir hin.
Vielleicht ist der Schlüssel zu allen dieser Teller. Also ich weiß, dass wir diesen Teller... Irgendwo stand das hier vorhin. Das hatte ich immer wieder gesehen. Teller. Wir müssen... Der Teller, den ich mir während unserer Geschäftsverhandlungen angesehen habe, war bemerkenswert. Auf den ersten Blick wirkt er unspiriert, bla bla bla, aber ich hatte mir träumen lassen, dass solche Mechanismen stecken. Erst wenn ihr in kaltes, klares Wasser getaucht wird, gezeigt sich die wahre Schönheit der Malerei. Ich bin wirklich beeindruckt. Ist halt die Frage, was bringt uns das? Aber wir gucken einfach mal. Das heißt, wir müssen einen riesigen Umweg laufen, um das einmal vollziehen zu können. Ich glaube, wir hätten auch jetzt schon rüberlaufen können, aber jetzt ist es zu spät. Wir sind halt die ganze Zeit angeschwächt. Ich weiß, ich habe zwar Heilung, alles gut, aber ich bin ein bisschen geizig mit der Heilung, muss ich sagen, weil ich habe das Gefühl, wir brauchen das noch. Deswegen hoffe ich die ganze Zeit, dass wir in den Raum kommen, wo wir wieder Arznei finden. Aber wir haben jetzt noch diesen Raum, wo wir nicht rein können. Und wir haben auch immer noch den Schmetterlingsraum. Oder Schmetterlingsschrank, meine ich. Die zwei Räume, die wir definitiv noch haben. Habe ich mich gerade so ein bisschen... Mal gucken. Müssen wir halt leider ein bisschen warten. So. Ich bestimmt sind voll viele andere Leute so voll durchgerusht und so, habe ich das Gefühl. Und wir so warten, warten, warten. Aber jeder spielt halt so, wie er spielt, ne? Wir hören sie auf jeden Fall. Okay, sie geht jetzt einmal hier lang, sie geht wieder zurück. Ist die Frage, welche Route sie geht? Das habe ich jetzt irgendwie nicht bedacht. Bei dem Schmetterlingsschrank habe ich Angst. Ich glaube, da erwartet uns ein Kokon. Ich glaube, wir werden sie in den Kokon reinstoßen oder so. Ich weiß nicht, was wir machen werden. Vielleicht heilen wir sie. Das wäre ein nettes Ende des Spiels, muss ich halt sagen. Das wäre ein nettes Ende des Spiels. So. Okay. Ich habe immer Angst, dass sie plötzlich einfach die Kiste aufmacht, ne? Ich sag, wie es ist. Einfach so random so. Oh, Mensch, da bist du ja. Aber sie geht nicht tief rein, ne? Oh, never mind. Ah, nee, sie dreht sich nur. Geh ruhig weiter. Alles gut. Tschüss. Aber wie lange warten wir jetzt? Ich glaube, so lange, wie wir sie nicht hören, ne? Schauen, dass sie nicht in Hörreichweite ist. Nein, sie läuft jetzt wieder zurück. Okay. Ja. We take a look, Chat. Ah. Bin so blind, ne? Mensch. Badezimmer, Badezimmer. Lauf. Aber leise. Nicht gierig sein. Lauf, mein Junge. Ja. Okay. Sehr gut. Wir können einmal Heilung benutzen. Heilung benutzen, danke. So, wir sind wieder voll. Wir haben zwei Heilungen noch. Sehr schön. Oh, ich habe gerade noch drüber gesprochen, wir brauchen Heilung, ne? So. Speichern ist erfolgreich. Sehr gut. Dauert mir vor, dass ich das mittlerweile wieder schauen kann, aber reicht dann auch. Ja, ich erinnere euch nur an Oktober, ne? Da wird es ganz viel Horror geben. Ha, ich freue mich. Wuhu! Ja. Okay, Chat. Okay, okay.
Jano ist wieder da, cool. Gut, dass Senpai das von uns spielt. Ich frage mich nur, wie Senpai das findet. So. Warte, dass wir sie nicht mehr hören, weil wir als nächstes zum Schrank gehen. Ich weiß, dann speichern wir schon wieder, aber ihr kennt mich ja. Ich speichere 1000 Mal. Schrank ist halt unser absoluter Safe Place. Läuft sie hier lang? Was zum Teufel? Die ist vorhin nicht hier lang gelaufen. Hä? Warum ist ihre Route anders? Okay, cool. Danke, Spiel. Hä? Sie geht hier nicht mehr weg. Please. Können Sie bitte weggehen? Warum geht sie nicht weg? Okay, sie geht jetzt. Okay, ich dachte schon gerade, ne? Werd bei dir sein, aber ich möchte nicht, dass sie bei uns ist. Ich muss euch leider enttäuschen. Das wäre jetzt... super kacke. Wenn sie, sie wird schreien jetzt. Sie wird schreien, sie wird schreien. Ich weiß das. Ich weiß. Aber ist okay. Endlich wieder speichern. Okay. Sie müsste jetzt gerade im Gartenbereich mit dem Brunnen gewesen sein, glaube ich. Das heißt, wenn sie jetzt... Ich weiß nicht, ob ihre Route sich verändert hat. Es ist so schwer einzuschätzen, weil die Routen gerade so random sich verändern. Ich glaube, dass es immer so ein Ding ist, wenn wir irgendwelche Schriftstücke oder sowas finden. Kann das sein? Wäre jetzt im Moment meine Mutmaßung so ein bisschen. Dann warten wir einmal, dass sie hier rüber geht. Und dann gehen wir direkt in die Küche... Und wir benutzen diese quietschende Kacke da und gucken, holen uns den Hinweis. Ich hoffe, das klappt so, wie ich es mir vorstelle. Dann hoffe ich, dass wir einen Hinweis bekommen, wo diese Münze ist, weil wir brauchen die Münze auch. Ich habe das Gefühl, wir kommen gerade nicht an die Münze. We will see, würde ich sagen, ne? Speichern, ja, eigentlich brauche ich einen Speicher-Emote, ne? So, Chat. Muss mal kurz warten auf Ayano. Warten wir mal ein Ründchen. Mm-hmm.
Also doch. So, Chat. Da läuft sie. Hallo. Da läuft sie weiter. Jetzt müssen wir nur kurz warten. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Müsste sie gleich da hinten rumlaufen. Wir müssen uns merken, wenn wir jetzt zur Küche gehen, den Weg schnellstmöglich hier zu unserem absoluten Safe Spot. Ich hoffe, das Spiel hat das nicht reingelegt. Oder es war ein Bug und das ist wirklich ein Safe Spot. Weil das abusen wir jetzt. Also doch. Perfekt. Let's go. Sie ist da. Okay. Und jetzt? Ein Muster ist auf dem Teller sichtbar geworden. Maulbeerwappenteller. Ein lebendig gemalter Teller mit hervorragender Handwerkskunst. Oben grün, rechts blau, unten rot und links schwarz. Es fügt sich zu einem Maulbeerblattwappen zusammen. Ja. Hä? Ja, toll. Einfach toll. Aber ja, cool. Aber hä? Was bringt uns das jetzt? Lebendig bemalter Teller mit hervorragender Handwerkskunst. Oben grün, rechts blau, unten rot, links schwarz. Es fügt sich zu einem Maulbeerblattwappen zusammen. Ja. Jetzt bin ich aber... Muss ich aber zugeben, bin ich verwirrt. Hä? Jetzt bin ich aber... Hä? Ja, cool. Aber den können wir ja nicht benutzen, um das... um halt im Atarraum das Ding da zu benutzen, ne? Ich meine, wir haben es noch nicht ausprobiert, aber es würde mich jetzt ein bisschen wundern, um ehrlich zu sein. Chat, ich bin verwirrt. Gerade, um ehrlich zu sein. Wir können jetzt gerade auch nicht los. Ich würde einmal Justin... Also wir warten mal kurz, dass Ayano vorbeiläuft. Wie selten. Wir gehen mal die Treppen hoch und schauen mal, ob wir da irgendwie was machen können. Und... Hä? Eine Bibliothek konnten wir das ja auch nicht benutzen. Eine Bibliothek sah so aus, dass man könnte nur was Kleines benutzen, ne? Jetzt bin ich aber voll verwirrt. Okay, wir warten jetzt einmal ganz kurz. Also, selten, dass ich sage, wir warten mal ganz kurz. Ah, da ist er doch. Lang müssen wir gar nicht warten. Ja. Also ihr geht es nicht so gut, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Manchmal muss sie sich einfach übergeben. Gespeichert habe ich schon, ne?
Ja, gespeichert habe ich. Mach's trotzdem. Cool. Hallo. Okay. Wir warten mal. Diese Kotzgeräusche immer, ja. Da schlendert sie rüber. Sehr schön. Und wir gehen jetzt einmal kurz hier hoch. Weil wir haben ja gerade Zeit dafür, ne? So, hier ist der... Weil ich will jetzt einmal kurz schauen. Hier ist das Tatami-Zimmer. Hier ist ein Schrank. Hier haben wir uns ganz oft versteckt. Hier konnten wir runterspringen. Und dann haben wir hier einen Raum, in dem wir nicht reinkamen. Oder? Ja, doch. So. Man kann auch nie wo hier rüberklettern oder so, ne? Nö. Okay. Das ist es schon mal nicht. Spoiler. Senpai weiß nicht, wo es runtergeht. Ach, da. Was sind wir denn? Ah, hier. Das ist es schon mal nicht. Was man dann Samstag so macht, langsam durchs Haus gehen und sich übergeben. Hm. Hier war auch nichts. Wo ist dieser verdammte Schlüssel? Ich könnte auf gut Glück den Teller jetzt einfach mal benutzen, oder? Das wäre zumindest eine Überlegung wert. Chat, ihr dürft jetzt einmal ganz kurz etwas sagen, tatsächlich. Als wir gerade in dieser Halle hier waren, ne? Konnten wir dort irgendwas benutzen, wo ich noch nicht den Gegenstand für hatte? Oder haben wir da den Teller gerade gefunden? Wir haben den Teller gerade da gefunden, ne? Weil irgendwie erinnere ich mich gerade nicht. Muss ich zugeben. Ich glaube, hier haben wir den Teller gerade gefunden, ne? Oh, wartet mal. Kann es vielleicht sein, dass man den Teller zerbricht vielleicht? Den vielleicht beim Altarraum benutzen kann? Warten mal kurz. Aber wir müssen ja warten. Also wir haben ja gar nicht die Wahl. Was wir machen. Wisst ihr was? Wenn wir jetzt sterben, sterben wir. Scheiß drauf. Wenn wir jetzt sterben, sterben wir. So. To be honest. Maulbeerwappenteller geht hier nicht. Super. Haben wir ausprobiert. Cool. Gut, dann warten wir, bis sie hier weggeht. Wenn wir den Teller gegen den Schädel hauen, können wir schlafen, bis es wieder hell ist. Das können wir theoretisch auch machen. Es wäre also so viel Zeit, wie wir schon im Schrank verbracht haben, müsste es ja eigentlich schon längst hell sein, ne? Wenn wir uns mal ehrlich sind. Wo ist denn der Realismus hier? Okay. Wir sind jetzt Jule hingegangen. Wir warten, bis sie wieder weggeht. Dann gucken wir nochmal hier in dieser Halle. Dann gehen wir nochmal zur Bibliothek. Ich probiere das nochmal aus. Und wenn der Teller da nicht funktioniert, dann ist hier irgendwo diese Münze, die wir suchen müssen und wir finden sie einfach gerade nicht. Oder es ist irgendetwas, was einfach wir uns oder ich mich gerade nicht daran erinnere, was wir schon mal gesehen haben und hätten auf dem Schirm haben müssen. Aber wir gucken mal, Chat. Haben wir auch noch ein bisschen was zu lesen, wie ich gerade sehe, ne? Okay.
So. Entspannt auf jeden Fall. Also das Modhaus ist schön, muss ich sagen. Wir können ja mal Ayano fragen, ob sie Moderatorin wird bei uns. Dann lässt sie bestimmt die anderen Mods auch da drin wohnen. Ich finde, das hört sich nach einem wunderschönen Plan an. Wisst ihr, ich nutze die Zeit, ich mache mal eben Fenster auf. Ich hätte damit kein Problem. Ist das so? Hättest du nicht? Ja, Mensch. Wenn der Chefmod sagt, die kann eingestellt werden, dann wird Ayano Teil des Teams. Hört sich schon gut an. Oh Gott, ey. Wir müssen mal sneaky sneaky machen. Sie ist jetzt gerade hier lang gelaufen. Theoretisch müsste sie hier so irgendwo gleich lang laufen. So. Ayano sagt danke, Blue. Lass mich mal jetzt stalken. Also, wo geht sie gerade lang? Wir hören sie halt auch gar nicht, ne? Nein! Nein! Bitte komm nicht hierhin, 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 bitte komm nicht hierhin. Oh mein Gott, ich hab was gefunden. Bitte komm nicht hierhin, bitte geh weg, 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 bitte geh weg. Dieses Spiel ist so gottlos. Da ist nichts drin. Glaube ich. Sie läuft gerade hier lang. Wir warten kurz. Das ist ein Fake-Schrank. Da kann man nicht rein. Ich weine. Ich weine gerade so, ne? Oder ist damit das Dingens? Radium holst du sie ins Team und dann sagst du, bitte geh weg. Entscheid dich mal. Nee, nee, die soll ja von mir wegbleiben. Es ist euer Ding. Guck mal, hier ist eine Welle drauf, Chat. Oh, wild. Noch eine Welle, ne? Ayano Magyori, guck mal, beste Voraussetzung. Gekotzt. Ich wollte gerade sagen, Ayano sah ja auch hübsch eigentlich aus auf den Bildern. Aber, ja. Ihre Route langsam, die sich gleich wieder ändern wird. Bin ein Kack-Zentstück. Oh mein Gott. Bitte geh weg, bitte geh weg, bitte geh weg, bitte geh weg. Du hast uns nicht gesehen, 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 du hast uns nicht gesehen. Geh! Warum bin ich so gierig? Oh, sie steht da. Sie steht ganz nah.
Hilfe. Oh mein Gott. Die Welle beschützt uns nebenbei gerade sehr. Die Welle ist uns gerade sehr strong am Beschützen. Geht sie jetzt auch mal? Also, ist es mal over hier so? Ich glaube, wir können uns mal bewegen. Nein, können wir nicht. Ich glaube, sie geht aber weiter weg. Alles gut, alles gut, alles gut. Suchen jetzt hier nochmal was. Es geht nicht, Chat. Wir brauchen da irgendwas Kleines. Und hier haben wir den Teller gerade geholt, meine ich sogar. Es ist nicht hier... Okay, ich verstehe es nicht. Ja, mein Kopf tut auch weh, weil ich die ganze Zeit nachdenken muss, Bro. Oh, wartet mal. Wo läuft sie gerade lang? Wir haben gespeichert, ne? Egal. Da in den Raum waren wir, da... Wisst ihr was? Just in case. Wir gucken noch mal in der Toilette hier nach. Aber ich bin mir sicher, wir haben die Toilette untersucht. Haben wir auch, ja. Kannst hier nicht rein. Lagerschuppen ist da, wo wir gestartet haben. Da die Toilette haben wir durchsucht. In diesem Raum waren wir drin. In diesem Raum waren wir drin. Wir mussten ja auch hier durchlaufen damals. Ich weiß noch nicht, warum wir hier nochmal geschaut haben. Irgendwo hier in der Nähe vom Schrein soll jetzt diese... Da soll diese Münze halt angeblich sein. Also es kann halt nur noch dann hier sein. Weil wir haben alle anderen potenziellen Bereiche halt durchsucht. Also wir kommen gerade nicht weiter. Es ist halt... Der Savepoint-Talisman kann böse Geister abwehren und Feinde abwehren, die sich nähern. Allerdings verbraucht der Talisman jedes Mal Energie, wenn er einen Feind abwehrt. Wenn die Magie aufgebaut ist, verblasst die Farbe des Talismans und er verliert seine Wirkung. Das Spiel kann immer noch bei dem verblassten Talisman gespeichert werden. Wie oft ein Talisman einen Feind abwehren kann, hängt vom Schwierigkeitsgrad ab. Okay. Der Talisman ist verbraucht nebenbei, ne? Ist so ein One-Way-Ticket, das wissen wir jetzt. Nicht so cool, muss ich gestehen. Schönes Timing auch, ja. Schönes Timing auch. Nein, wir spielen fair. Ich habe kurz überlegt. Ich bin halt wirklich ehrlich zu euch, dass wir den Spielstand laden. Wenigstens das will ich behalten, aber ich bin gut, ich bin ehrlich.
Sah cool aus. Eine Ladung nur nebenbei, ne? Cool. Ach, wir warten mal, bis wir sie hören, weil... Ja. Ich habe auch damit nicht gerechnet, ne? Bin ich ehrlich. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sie hier reinläuft. Sie ist auch weggerannt. Also ich habe auch keine Ahnung, wo sie jetzt gerade sein könnte. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt einen gewissen Zeitraum uns bewegen können. To be honest. Weil wir es so einfach mal ausprobieren können, ne? Probieren das einfach mal aus. Wir sind mutig, Chat. Wir sind richtig, richtig mutig jetzt. Wo ist diese Münze? Verdammt nochmal. Kann das sein? Haben wir irgendwo Hinweise? Mondschlüssel. Ja, das sind die Sachen, die wir alle haben, ne? Roter Talisman ist ein Schutzzauber. Ja, das wissen wir. Das ist Hayano. Nebenbei. Familienstammbaum. Schlüssel. Ich war unterwegs und habe den Schlüssel verloren. Ich hatte nur bei mir als Toilette. Das haben wir schon gemacht. Den Teller haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben halt einfach kein Dingens. Rote Maulbeerwappen ist in der Nähe vom Schrein versteckt. Während das blaue Maulbeerwappen, das haben wir. Rote Maulbeerwappen, Chat. Das brauchen wir. Und das ist in der Nähe vom Schrein versteckt. Der Schrein ist hier. Was heißt denn in der Nähe? Was heißt in der Nähe? Und wo ist Ayano? Lebt sie überhaupt noch? Ich meine... Ja, schade. Wenn wir nicht, also, wenn wir uns frei bewegen könnten, das wäre ja irgendwie ärgerlich, ne? Jetzt mal ernsthaft, wo ist sie? Schade, ja. Dauert schon sehr lange gerade, ne? Okay. Vielleicht habe ich mich innerlich kurz gefreut, aber egal. Es ist, wie es ist. Hallo, Ayano. Geht es dir gut? Ich glaube, hier geht's gut. Ich glaube, sie ging ja mal durch und wieder zurück, ne? Ich habe nebenbei Angst, dass ein zweites Monster auftaucht, die ganze Zeit, weil immer Feinde Mehrzahl da steht. To be honest. Das wäre ein bisschen fies, muss ich sagen. Würde ich ja auch nicht so fühlen, ne? Tschüss, Ayano. Wir müssen jetzt eigentlich rauskommen. Die kotzt doch erstmal wieder eine Runde. Finde ich auch immer sehr schön, muss ich sagen, ne? So, wir haben eigentlich alles hier durchsucht schon. Meiner Meinung nach. In der Nähe vom Schrein. Hier ist nichts drin. Da kommen wir nicht ran. Man kann es ja doof versuchen, ne? Ich brauche einen anderen Schlüssel. Okay.
Wir können auch gar nicht graben oder so. Also es muss offensichtlich irgendwie liegen. Weil ich wollte eigentlich nochmal graben, aber das ist so ein einmaliges Thema. Man kann hier auch nichts anklicken. Liegt auch nirgendwo irgendwas. Check's nicht. Boah, Chat, ich sehe uns gleich googeln, ne? Wirklich. Ich bin ehrlich. Ich bin langsam etwas verzweifelt, muss ich zugeben. Hier ist auch wirklich gar nichts. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. In der Toilette waren wir. Haben wir schon gesucht. Hier haben wir gerade, ja, einen Gewinnstein rausgefischt. Hier ist auch... Nee. Oh, ich hatte Hoffnung. Oh, Mann, warum bist du so ein Spiel? Wir haben hier alles durchsucht schon. Alles durchsucht. Wo sind wir denn gerade? Weil genau hier ist halt so der Anfang. Hier ist gerade ganz, ganz zum Anfang. Und ganz am Anfang wird es ja nicht sein. Das wäre ja kurios, muss ich sagen. Ich brauche mir jetzt gerade nicht. Steckte Tür öffnet sich nicht mehr, genau. Obviously. So, hier ist das Bedienstetenzimmer. Hier ist das Dingens. Ah, hier ist ein Schrank, wo wir rein können. Ja, super. Gar nicht so verkehrt, kurz hier reinzugehen. In der Nähe des Schreins. Ist ja gut zu wissen, dass ihr noch hier lang geht, um ehrlich zu sein. Hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Hey, Debi. Gab schon wieder fiese Jumpscares? Nein, hier würde es doch nie etwas Schlimmes geben. Devi, hallo. Was denkst du denn von uns, Devi? Boah, Chat. Hat jemand von euch das Spiel gespielt? Hat jemand von euch das Spiel gespielt? Ich frage einfach jetzt mal. Also nichts, nur nichts schreiben. Einfach nur ja oder nein. Nein, nein. Okay. Ich wollte mir eine Karte, eine Option freihalten, aber ich glaube, die Option gibt es hier nicht. Ich will es auch selber finden, ne? Chat kann dir nicht helfen. Ja. Chat kann mir nicht helfen, das ist korrekt. We're all in this together. Ja. Ja, cool. Aber wenn ihr alle das nicht gespielt habt, ist das ja eigentlich auch ganz cool, weil ihr habt jetzt eine... Ihr habt jetzt gerade mal die Möglichkeit. Wir haben doch jetzt eigentlich alles so abgesucht, so wo... Oder mehr oder weniger abgesucht, wo der Schrein halt sein könnte. Oder wie seht ihr das? Der Schrein ist ja hier. Das heißt, irgendwo hier muss diese Münze sein. Aber wir finden die gerade nicht. Oder bin ich lost und übersehe gerade etwas? Dadurch, dass ihr es nicht gespielt habt, könnt ihr halt auch nur guessen. Und das ist eigentlich ganz nice. Weil dann habt ihr jetzt gerade die Möglichkeit, ein bisschen mitzuraten.
Und ich weiß eigentlich, dass ihr auch artig seid, ne? Das ist auch der Anfang hier. Da ist noch eine Tür. Wo sind wir denn gerade? Ja, sie kommt jetzt und holt uns. Klar. Bitte? Was? 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 Bitte? Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, wie viel Glück man haben kann, aber hey, wir haben Glück gehabt. Kann man machen. So. Wir waren halt wirklich überall. Was kann ich übersehen haben? Den C-Stabschrank haben wir halt auch schon gemacht. Ja, und das muss ich gerade sagen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das schon gemacht habe. Oh, wait. Ich meine, wir waren an dem Schrank schon. Meine, wir waren da schon. Bin mir aber nicht 100% sicher, wir warten mal ganz kurz. Chat. Die geht gleich hier lang. Wir gehen da mal durch. Ich meine, wir waren da schon. Bin mir aber auch echt nicht sicher. Vielleicht ist das ja unser Guess. Komm mal. Das hier darf nicht kaputt gehen. Das brauchen wir für den allergrößten Notfall. Ich sag, wie es ist. Mal kurz warten. Also, lege gerade. In der Nähe vom Schrein. In der Nähe vom Schrein.
Das ist nicht mehr Nähe vom Schrein in meinen Augen. Wobei es für mich... Ja doch, wir haben ja hier das andere gefunden. Hallo Muiluma. In der Nähe vom Schrein. Boah, schwierig, schwierig, schwierig. In der Nähe vom Schrein. Ayano, kannst du dich ein bisschen beeilen, bitte? Botenzimmer. In der Nähe vom Schrein. Ja, wir warten einmal, bis sie kommt. Dauert ein Momentchen, ihr wisst ja. In der Nähe ist ein weit dehnbarer Begriff. Ja, das ist das Problem, ne? Ich habe ein bisschen Angst bei sowas immer, dass es ein Übersetzungsfehler ist. Weil, to be honest, waren wir in all den Räumen da gerade in der Nähe? Wir gehen jetzt zum Zielstabzimmer. Aber ich meine, wir waren da schon drin. Bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Hallo Ayano. Tschüss Ayano. Bis gleich. Hier. Sie wirkt einmal kurz. Dauert ein Momentchen. Die Sache ist, wenn man ein Noob in Horrorspielen ist, ne, und gerade auch so eine Art von Spiel noch nicht gespielt hat, ich glaube, das ist nochmal so ein kleines Handicap, habe ich langsam das Gefühl. Kleines Handicap. Aber schauen wir mal, ne? Chat, schauen wir mal. Ich weiß nicht, warum ich gerade so geredet habe, aber ihr müsst es akzeptieren gerade. Tschüss, Ayano. Zielstabzimmer, Schrank. Wir waren da doch schon drin. Ne, wir waren da nicht drin. Doch, waren wir. Klar, das ist das Loch. Ach, wir waren da auch schon. Oh, wartet mal. Oh. Oh. Senpai und seine Hoffnung, ne? Senpai und seine Hoffnung hier erstmal. Wir können uns immer hinter diesen Sachen halt verstecken. Aber hier ist auch nirgendwo etwas, ne? Was noch aufleuchtet oder so. Auch nicht ansatzweise irgendwie, haben einfach... Hier waren wir halt auch schon. Das Wasser haben wir benutzt. Oh, können wir eigentlich hier durch? Nein. Wir waren überall. Ach, scheiße, Alter. Hä? Warum sieht sie uns nicht? Ich meine, ich bin froh, alles gut, aber... Hä? Oh boy! Oh Scheiße! Wie viel Glück haben wir einfach? Oh Scheiße!
Also, ich habe ja gerade an meine Mods mal gefragt, wie wir nachschauen können. Also, ich bin ja transparent. Und ich lese es gerade einmal. Ich check's nicht. Head back to the shrine room. You can either use step ladder to get the red medallion first. Or use the well bucket at the. Hä? Wie geht's zurück zum Schreinraum? Geht zurück zum Schrein. Geht zurück zum Schrein? Nutzt die Leiter. Geh zurück zum Schrein und nutze die Leiter. Ey, kommt schon. Wir waren jetzt 50 Mal in diesem Raum. Shrine Room. Boah. Was heißt Altar auf Englisch? Oh, wehe. Ich habe eine Vermutung. Wehe. Altar. Englisch. Ich bin mir gerade nicht sicher. Englisch Altar. Also jetzt raste ich aber auch hier aus, ne? So, jetzt aber. Altar heißt Altar. Leute, ich bin so doof. Altarraum. Altarroom wird da stehen, theoretisch. So, also. Aber ich meine Metall, ich kann meine Metall. Ich habe die auch, die Leiter tatsächlich. Also wir haben die schon, weil wir haben ja gedacht, die Leiter müssen wir benutzen, wenn wir in die Bibliothek müssen. Oder ich habe es zumindest vermutet. Ich hätte halt jetzt gedacht, das ist ein Übersetzungsfehler und irgendwo hier kann man das oben halt benutzen. Wir gehen nochmal zum Schrein zurück. Wir gehen nochmal zum Schrein zurück und ich guck mal oben an die Decke, weil da gucke ich halt gar nicht hin. Und we take a look. Die Sache ist, ich orientiere mich halt an diesen Symbolen, die halt die ganze Zeit auftauchen. Und, okay. Chat, wir haben einen Weg. Wir gucken jetzt einmal. Aber wenn das so ein fieses Ding ist, ich sage es, wie es ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich hätte es nicht gefunden. Bin aber jetzt auch keine Schande, mal kurz seine Mods zu fragen, ob die was finden. Oh, nee. Läuft sie andersrum? Sie läuft andersrum. Warum läuft sie denn jetzt andersrum? Was soll das denn jetzt? Wo ist sie jetzt lang gelaufen? Kann sie wieder die normale Route bitte benutzen? Das verwirrt mich ja total, dass sie jetzt anders rumläuft. Jano, kannst du bitte wieder normal laufen? Bitte. Bitte. Chat, ich weiß, warum läuft es denn jetzt andersrum? Ich weiß nicht. Wieso? Why are you doing this? Mann. Nicht cool. Ayano braucht Liebe. Ja, aber nicht von uns, bitte. Jetzt habe ich gar keine Ahnung mehr.
Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wie sie läuft. Das bringt mich auch total aus meinem Konzept raus, ne? Gestehe ich. Gestehe ich gerade. Jetzt lang. Ich hoffe ja, sie läuft jetzt wieder in diese Richtung, weil da wissen wir, wie wir laufen können. Wir sind eigentlich sehr free, was das Laufen angeht. Mehr oder weniger. Ich fühle mich von diesem Spiel gerade sehr getrollt, muss ich gestehen. Hä? Hä? Wir haben gespeichert, ne? Komm. Irgendwas ist ja jetzt hier ganz verquer in der Bude. Immer, ne? Also, das lasse ich mit mir jetzt aber nicht so machen. So. Oh mein Gott. Die frisst uns jetzt. Chat, ich weiß, sie findet uns hier. Alles gut. Oder auch nicht. Okay. Hallo? Nee, komm. Leck mich. Ja, komm. Egal. Sie darf. Alles gut, sie darf. Game over. Alles gut. Sie darf. Ah, schön. Sie darf. Es ist der falsche. Egal. Alles gut. Ich glaube, wir haben keinen Progress gemacht, ne? Okay. Hat sie sich verdient. Dafür, dass wir so dreist waren. Okay. We are back. Okay. Puh. Ah ja, jetzt durftest du einmal, es reicht auch. Naja, ist halt echt so, ne? Jetzt reicht's ja auch mal, bitte. Jetzt müssen wir erstmal nur checken, wo Ayano ist. Ah. Ich höre, wo Ayano ist. Okay. Wir gehen jetzt in diesen Schreinraum, Chat, und ich hoffe. Ich hoffe, dass wir den Weg jetzt finden. Ja, Blue, tschüss. Schönen Abend noch. Danke fürs Modden und so. Schlafen Sie gut. Sie läuft jetzt irgendwo hier lang, ne? Wir müssen ein bisschen warten. Ich hoffe, dass wir da gleich hier rüber gehen können oder so.
Okay, wir müssen noch mal warten. Sie läuft gerade vom Hören her hier lang. Das heißt, wir hören sie jetzt gleich noch mal hier. Und dann können wir rübergehen. Warten mal kurz. Ja, wir spielen das heute durch, Chat. Und wenn wir bis 5 Uhr morgens spielen, weil ich einfach 100 Jahre brauche, um Sachen zu finden. Ist mir egal. Da machen wir jetzt hier. Wir müssten sie jetzt eigentlich hören. Oder vertue ich mich da jetzt so krass? Warum kommt die eigentlich immer genau dann, wenn ich eine Taste drücke? Unser Zeitfenster ist gleich da. Jetzt läuft sie hier wieder lang. Okay. Aber da ist nur die Toilette. Okay. Warum ist das jetzt gerade schon wieder alles so fies? Geht sie jetzt wieder in den Garten? Ja, irgendwie nicht so cool, der Move. Ah, ich sehe, wo die Münze ist. Hab's gefunden. Oh mein Gott. Ja, wir warten, bis sie wieder weg ist. Ich glaube, die ist hier im Garten gerade. Ich bin mir gerade unsicher. Wir haben die Münze. To be honest. Ich konzentriere mich, also um das zu erklären, ich konzentriere mich halt die ganze Zeit auf diesen Ebene. Also auf dieser Ebene. Und die Münze ist im Prinzip auf dieser Ebene. Wisst ihr, wie ich das meine? Wow. Hätten wir eigentlich auch drauf können. Ich war zu sehr auf Klischee, dass ich dachte, in der Bibliothek müssen wir diese Leiter benutzen. Wow. Chat, was lernen wir daraus? Richtig. Keine Klischees bedienen. Wow. Ja, gut. Egal. Wir haben sie. Ich glaube, es müsste die Münze jetzt sein. Ich hoffe es. Und dass es nicht 10 Yen sind. Aber. Wir haben's. Und ohne Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Bin ich ehrlich. Ohne den Tipp aus dem Mod-Chat. Egal. Egal. Jetzt können wir voranstreiten, Chat. Meine Güte. Wenn der Jano wieder weg ist, natürlich. Wir gehen dann wieder dort zum Speicherplatz, wo wir gerade waren. Erwarten wir, dass sie wieder vorbeiläuft. Gehen rüber zum Altarraum. Dort benutzen wir das Ding dann. Also es ist ein bisschen wieder mit so Safe-Spots. Ich glaube, wenn wir im Altarraum sind, werden wir so ein Ding finden, wo wir dann entweder zum Schmetterlingsraum müssen oder zur Bibliothek direkt können. Aber wir müssen jetzt ein Momentchen warten, dass sie wieder vorbeigeht. Hallo Ayano. So. Jetzt muss mal kurz leise sein. Gleich geht's weiter.
kommt sie wieder. Dann warten wir ganz kurz. Hallo Ayano. Tschüss Ayano. Hallo. Wir warten kurz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nee, diese Leiter ist jetzt ultra laut, ne? Ach, Mensch. Benutzen wir doch mal hier die Leiter, ne? Würde ich sagen. Warum hören wir sie noch? Kann sie bitte ganz weggehen? Wir haben die Münze, Chat. Wir haben die Münze. Okay. Renner. Ganz konzentriert. Bitte sei kein Arsch jetzt, Ayano. Bitte sei jetzt... Okay. Hallo, Speicherpunkt. Wie geht das Ding? Okay, wir haben die Münze. Jetzt warten wir kurz. Wir warten, dass Ayano an diesen hinteren Garten wieder geht. Das ist der Plan. Und sobald sie das tut, blitzen wir hier so rüber zum Altarraum. Das ist jetzt der Plan.